kann ich als Erwerbsminderungsrentner auch die 45 Jahre Wartezeit für eine abschlagsfreie Altersrente, zum Beispiel mit 65, erreichen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, das Thema Altersrente nach der Erwerbsminderungsrente ist für viele Menschen in Deutschland ein wichtiges Thema. Unter anderem geht es auch immer wieder um die Frage, erreiche ich denn eigentlich die notwendigen Wartezeiten für eine Altersrente, zum Beispiel für eine vorgezogene Altersrente? Wir haben ja die Altersrente für langjährig Versicherte, da brauche ich 35 Jahre Wartezeit. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen auch wieder die 35 Jahre Wartezeit. Oder die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, da sind es 45 Jahre Wartezeit. Ja, und jetzt stellen Sie sich doch mal folgende Situation vor. Wir haben Maria Mustermann, die ist mit Vollendung des 50. Lebensjahres schwer krank geworden und die bezieht seitdem eine Rente wegen Erwerbsminderung und zwar unbefristet. So, und die hat bis zum 50. Lebensjahr hat die 25 Jahre oder knapp 28 Jahre gearbeitet, versicherungspflichtig und hat diese 28 Jahre sozusagen auf den Polster. Ja? Und jetzt bekommt sie mit dem 50. Lebensjahr eine volle EM-Rente, dann auch die entsprechenden Zurechnungszeiten bis zur Regelaltersgrenze zuerkannt. Also mit den 35 Jahren Wartezeiten dürfte es da überhaupt keine Probleme geben, weil die Rentenbezugszeit bis zur Regelaltersgrenze, die Rentenbezugszeit für die Erwerbsminderung inklusive der Zurechnungszeit als anrechenbare Wartezeit für die 35 Jahre gilt. So ist die normale Regel. Da habe ich gar keine Sorge. So, aber was passiert denn, wenn die Maria einfach weiterarbeitet, so nebenbei, neben der Rente? Oder eine versicherungspflichtige Pflege eines nahen Angehörigen ausübt, dann hat sie ja Kalendermonate mit Wartezeiten, obwohl sie erwerbsgemindert ist. Also wir haben zum Beispiel viele Fälle oder viele Menschen in unserer Praxis, die einen versicherten Minijob machen oder die noch irgendwo eine kleine Beschäftigung ausüben, die meinetwegen auch noch im Ehrenamt arbeiten, aber das ist wiederum nicht versicherungspflichtig, aber die machen dann irgendwas. Oder zum Beispiel über viele Jahre hinweg eine versicherungspflichtige Tätigkeit als Pflegeperson eines nahen Angehörigen. Das ist ja bei einem Erwerbsminderungsrentner gar nicht so selten, dass sie das machen. Ja, das kann unter Umständen die Rente ganz schön aufhübschen. Ich sage das mal so, ja, die spätere Altersrente. Und meine Damen und Herren, bitte nicht vergessen, diese Zeiten bringen auch für eine spätere Altersrente dann wiederum Wartezeiten. Ja? Das heißt also, wenn unsere Maria Mustermann zum Beispiel 28 oder 30 Jahre schon Wartezeit vorher hatte und jetzt mit dem 50. Lebensjahr trotz ihrer schweren Erkrankung noch einen Angehörigen oder nachfolgende Angehörige pflegt, im Rahmen der Familienpflege kriegt sie ja dafür entsprechende Wartezeiten über den Nachweis der Pflegekasse ihrem Rentenkonto gutgeschrieben. Das erhöht zwar ihre EM-Rente noch nicht aktuell, aber kann sich auf die Wartezeit einer möglichen abschlagsfreien Altersrente positiv auswirken, sodass diese Maria später mit 65 dann, wenn sie das bis dahin durchzieht, tatsächlich die Wartezeit, die 45 Jahre, erreichen kann. Das ist also gut möglich. Oder aber wir haben auch solche Fälle, die zum Beispiel mit 63 erst eine Rente wegen Erwerbsminderung bekommen. Ja, so die haben bis zum 63. Lebensjahr voll durchgeackert und haben dann einen schweren Schicksalsschlag, Krebs bekommen oder was weiß ich, oder MS oder Schlaganfall und können einfach nicht mehr arbeiten. So, die gehen dann, die kriegen dann eine EM-Rente und beantragen dann mit Vollendung des 65. Lebensjahres ihre Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Und das geht dann ohne Probleme, weil sie ja bis zum 63. Lebensjahr die 45 Jahre Wartezeit schon erdient haben, also nachgewiesen haben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Meine Damen und Herren, in diesem Video geht es nicht darum, Ihnen zu sagen, wie hoch eine Altersrente nach der EM-Rente ausfallen wird, sondern es geht ihr wirklich nur um die Frage, ob sie die 45 Jahre Wartezeit auch erreichen können unter bestimmten Umständen. So habe ich es gerade erklärt, ist das sicherlich möglich.
aber für viele klar nicht realistisch. Wer krank ist, wer erwerbsgemindert ist, der hat auch manchmal gar nicht die Möglichkeit mehr, aufgrund der Art der Erkrankung einen versicherten Minijob auszuüben oder seinen nächsten Angehörigen noch zu pflegen. Aber machbar ist es und in unserer Praxis kommt es immer mal wieder vor, dass wir solche Fälle tatsächlich haben. Oder denken Sie bitte auch daran, die Menschen, die eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung haben, die gehen ja oft neben der teilweisen Erwerbsminderung im Rahmen ihres festgestellten Restleistungsvermögens noch arbeiten. Und diese Zeiten, die sie arbeiten, sind dann, wenn es über Minijob ist oder wenn es zum Beispiel versicherter Minijob ist oder dann auch vom Entgelt her über dem Minijob, über der Geringfügigkeitsgrenze liegt, sind das ganz normale versicherungspflichtige Beschäftigungszeiten und die gelten selbstverständlich dann auch für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, wenn dann zum Schluss alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke und osterstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.